ging um die Frage der Zulassung von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln. Und dazu hat die Kommission eine Stellungnahme abgegeben und der ADR befasst sich damit. Gerade wir als Bundesland Hessen, als regionale Gebietskörperschaft, haben ein großes Interesse daran, dieser Frage, weil wir sind Mitglied im Netzwerk der gentechnikfreien Regionen und wir legen großen Wert darauf, dass wir dort zu einer bundes- und auch EU-weiten einheitlichen Regelung kommen. Ich war, bevor ich Mitglied im Ausschuss der Regionen wurde, war ich bereits Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und habe mit den Landwirten viel über diese Frage diskutiert. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, dass wir dort zu einer guten Regelung kommen.